Also ich wusste gar nicht, dass es Menschen gibt, die sich wirklich hinsetzen und sich überlegen, was können wir an der Schule besser machen? Wie können wir die Schule bunter gestalten, damit die Kinder und die Lehrer gerne zur Schule kommen, gerne unterrichten, gerne an Unterricht teilnehmen? Wir müssen es eigentlich schaffen, Schule so zu machen, dass sie einen Mehrwert hat für die Jugendlichen. Wir färchen die in einen Raum, belehren sie, statt sie zu aktivieren. Und dann sollen sie zum selben Ziel kommen, nach 45 Minuten. Dass es eine Atmosphäre der Offenheit gibt, eine Atmosphäre des Willkommens, aber auch eine Atmosphäre, in der jeder und jede sofort das Gefühl hat, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich mich aber einbringen und hier kann ich aber auch Leistung erbringen. Aber das ist eben ganz, ganz wichtig, dass sich da Schule massiv öffnet. Ein Bedürfnis mit 12, 13 Jahren ist es halt nicht, ständig zu sitzen und zu schreiben. Wer sich nicht weiterentwickelt, der ist auch nicht Teil der Zukunft. Und da haben wir natürlich wirklich eine große Verantwortung, auch wir als Schule, dass wir gucken, dass wir die Schülerinnen und Schüler, die wir hier rausschicken, gut vorbereitet haben auf das, was dann kommt. Wir brauchen Individualisierung, um unsere Kinder fit zu machen für eine Zukunft. Dass der Lehrer die Chance hat zu sagen, ich gehe einen Schritt zurück und weise nur noch an. Und dafür braucht er natürlich auch den Freiraum zeitlich, nicht die ganze Zeit nur Stoff vermitteln zu müssen. Das heißt, eine Riesenchance, dass wir in Schule ganz andere Sachen auch mit jungen Menschen machen können, dass wir ihnen dort Erlebnisse schaffen, die weit weg sind, nur von Wissensvermittlung, sondern von Erleben, gemeinsam Projekte machen, gemeinsam tolle Sachen gestalten. Wir sind einfach der Meinung, dass es ganz viele Dinge gibt, die uns die persönliche Begegnung erleichtern, wenn wir Digitalität einsetzen. Es meldet sich ja auch keiner und sagt, Herr Lehrer, darf ich mal meinen Füller rausnehmen? Ne? Dieses Lernen auf anderen Wegen ist vielleicht anstrengend für beide Seiten, aber der Output ist sehr viel höher und sehr viel interessanter, auch für die Zukunft, die sich anbietet. Weil sie fordern das, was sie wissen wollen. Wir haben nicht vom ersten Tag an gedacht, oh ja, ganz tolles neues Konzept, sondern da muss man sich ja auch dran gewöhnen. Ein richtiger Weg, um wirklich zum Macher ihres Lernens zu werden. Wir wollten Innovation, ja, wir lieben Innovation oder haben gedacht, wir suchen immer das Beste für unsere Kinder. Diese Gewissheit, ich kann bedürfnisorientiert arbeiten, das ist wirklich sehr erfüllend. Gemeinsam zu guten Lösungen kommen und überhaupt Schule entwickeln. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten für jeden an der Schule. Wir können nicht darauf warten, dass alle Schulen perfekt ausgerüstet sind. Die Argumente, die Beispiele, alles schon da. Es ist Zeit für eine neue Form des Lernens.